Ja, was ist denn los mit dem Focker? Huh? Wieso weint der kleine Focker denn? Die Welt ist so gemein. Die Welt ist so gemein. Warum denn? Ja, schon. Ja, warum denn? Weil die E-Autos. Die E-Autos? Was ist mit den E-Autos? Die sind so teuer. Die E-Autos sind so teuer? Das stimmt doch nicht. Doch, die stimmen. Na, komm, wer sagt denn sowas? Das sagt ja jeder. Das sagt jeder? Naja, so teuer sind die E-Autos jetzt auch wieder nicht. Wieso? Wieso? Weil ich dir beweisen kann. Ach so? Ja. Soll Aha. ich dir erklären? Ja. Ja? Und dann gibt's ein Eis. Oh ja. Na, siehste, alles wieder gut. Eis. Ja, ein Eis für einen fetten Focker. Peace und hallo. Herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Ja, kaum hat der fette Focker ein Eis, schon ist er wieder ruhig und alles ist wieder gut. Die Tränen sind mittlerweile auch schon wieder getrocknet. Perfekt. Um was geht's heute? Heute geht's um E-Autopreise. Zwei Sachen vorweg. Eins, ja, E-Autos sind teuer. Ist so. Der Grund warum, kommen wir dann gleich drauf. Und der zweite Grund, es richtet sich hier jetzt eigentlich nur um Neuwagenkäufer, weil es gibt halt genug Leute, die dann sagen, ich kaufe mir ein Auto, ein gebrauchtes für 5000 Euro und fahre es, bis auseinanderfällt, was meines Erachtens die beste Alternative wäre. Ist so. Interessant ist, wenn jeder nur noch Gebrauchte kauft, wird es bald keine neuen mehr geben. Und dann gibt es dann irgendwann einmal keine Gebrauchten mehr zu kaufen. Bestes Beispiel Kuba. Wo sie jahrzehntelang ja nichts mehr importieren durften. Selber Autohersteller haben sie keinen, also haben sie halt die alten Ami-Schlitten repariert und gefahren bis heute. Da fahren halt noch irgendwelche alte Bel-Airs und so rum, was eigentlich wirklich die beste Art ist, mobil zu bleiben. Irgendwas Altes so lange fahren, bis es wirklich nicht mehr zum Reparieren geht. Das schon mal vorweg. Aber es gibt halt Leute, die kaufen sich neue Autos. Auch wie zum Beispiel sehr viele Kollegen von mir. Also ich arbeite in einer großen Firma, 4000, knappe 4800 Leute arbeiten da. Und wenn man da auf den Parkplatz schaut, denkt man sich oft, so schlecht kann es den Deutschen nicht gehen. Auch wiederum ein kleiner Teil, den ich da sehe, aber sehr viele können sich keine neuen Autos kaufen, das ist einfach so. Aber es gibt ja auch gebrauchte E-Autos. Was will ich jetzt damit bezwecken? Ich will damit bezwecken, das Vorurteil aus dem Weg zu räumen, dass E-Autos um so viel teurer sind wie Verbrenner. Und dafür habe ich meinen Rechner eingeschalten und werde jetzt einmal was tun. Und zwar werde ich hier meine Tastatur nehmen und mal eingeben. Also ich habe ja schon mal voraus konfiguriert. Ein ganz normales Auto. Ich hätte einen Mercedes nehmen können, ich hätte einen Audi nehmen können, ich hätte einen BMW nehmen können, also Premium-Hersteller. Ich habe eigentlich jetzt das Auto schlechthin genommen, weil wenn man sagt, das ist das Brot- und Butter-Auto, es kommt von Volkswagen. Man weiß, dass von Volkswagen mittlerweile keine Brot- und Butter-Autos mehr gibt, denke ich mir. Aber ich gebe trotzdem mal dieses ein. Da sieht man hier schon wunderbar. Now you can, der neue ID3, nenne ich den, oder ID3. First Edition. Machen wir jetzt nicht. Und zwar wollen wir zum Konfigurator gehen. Ich habe ja schon mal vorkonfiguriert und ich habe auch schon mal den T-Roc vorkonfiguriert, weil
Ich denke, der T-Roc kommt am nächsten an den Kona Electric hin. Von der Größe her, von der Form her, von der Innenanmutung her, weil auch der T-Roc genau wie der Kona komplettes Hartplastik innen hat. Egal welchen T-Roc man nimmt, ich habe mich in ein paar reingesetzt, die waren alle wirklich komplett Hartplastik. Da habe ich mir gedacht, naja, machen wir jetzt trotzdem nicht, weil der T-Roc vielleicht nicht jeden anspricht. Welches Auto spricht denn jeden an? Und das ist im Endeffekt, eigentlich ist der Golf. Scheinbar spricht es jeden an, weil er am meisten verkauft wird, wobei er jetzt ja auch schon Probleme hat. Aber es gibt Opel-Fahrer, die würden sie nie einen VW kaufen. Es gibt andere, die würden sie nie einen VW kaufen. Es gibt aber auch VW-Fahrer, die würden sie nie einen Opel oder keine Ahnung, einen Mercedes kaufen. Ich habe jetzt einfach einmal dieses Auto genommen, weil das eigentlich am meisten in Deutschland rumfährt. Noch. So. Ich werde auch die Konfiguration so machen, dass man kein oder ganz wenig Unterschied zum Kona sieht, ausstattungstechnisch. Da kommt nochmal der Zwickmühle, das sage ich euch dann auch. Ich habe immer so den Diskussionsgrund, höre ich immer, ein E-Auto ist so teuer, ich weiß nicht, ein normales Auto kostet 18.000 Euro. So, wenn ich jetzt mal so anschaue, da gibt es nicht viele Autos, die unter 18.000 Euro kosten. Und wir sind hier im untersten Preissegment. Ja. Ich weiß, der Golf 6 hat damals ein Grundmodell gehabt, das hat 18.500 gekostet. Und das war dann der 85 PS Golf mit nichts drin. So. Es fährt aber keiner einen 85 PS Golf mit nichts drin. Die meisten haben Ausstattung, die meisten haben mehr PS und so weiter. Und dementsprechend fangen wir hier mal an mit dem Golf. Der fängt hier an mit 21.365 Euro. So, dann nehme ich jetzt mal den Highline. Warum den Highline? Weil der Highline eigentlich vor Anfang an am meisten drin hat. Ich könnte einen Komfortline nehmen, der ist dann günstiger, aber ich müsste dann den auch so konfigurieren, dass er trotzdem ausstattungstechnisch wieder Kona ist. Und da kommt der Highline einfach am besten hin. So, dann sind wir natürlich nicht mehr schon bei 21.365 Euro, so wie hier im Trendline, sondern wir sind hier bei 27.230 Euro. Auch noch eins vorweg, innen drin ist der Golf um Klassen besser als der Kona. Da hätte ich schon wirklich dann den T-Roc nehmen müssen. Und ich habe den T-Roc ja auch schon mal konfiguriert. Allerdings ist es so, dass der Preisunterschied minimal war. Also der war ziemlich gleich. So, hier haben wir ihn. Verbrauchsemissionswerte Super Plus. Also Super Plus, also nicht bloß super normal mit 95 Oktan, sondern Super Plus. 7,2 bis 7,1 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Tja, je nachdem. Kommen wir dann dazu. Gehen wir mal erstmal zur Motorauswahl. Man weiß, dass der Kona Electric, also wir haben den mit 204 PS. Ich hätte auch einen mit 136 nehmen können, hätte mir vollkommen gereicht, leistungstechnisch allerdings, reichweitentechnisch nicht. Ich habe ja schon den Soul EV, mit dem komme ich so um die 220 Kilometer. Einen mit 36 Kilowattstunden Batterie Kona wäre vielleicht dann so 300, 350 gekommen. Ja, immerhin besser und es hätte auch gereicht. Allerdings wollte ich wirklich ein Auto haben, das für mich den Verbrenner ersetzt. Und mit ersetzen meine ich, ich will in das Auto reinfahren und mit einem Schwupps, wenn es sein muss, nach Berlin kommen. Dass er das kann und dass das klappt, habe ich schon bewiesen. Gehen wir zum Motor. Das heißt, wir haben hier im Highline die Minimalkonfiguration vom Motor her ist 130 PS. Ich nehme jetzt mal einen Diesel, weil er am verbrauchsgünstigsten ist. Hier 150 PS, weil er da ungefähr wenigstens einigermaßen mit den Fahrleistungen hinkommt. Ich glaube eher, dass ich einen GTI nehmen müsste für die PS-Zahl her, dass er wenigstens von 0 auf 100 ungefähr auf dem Kona Electric kommt. GTI ist ein bisschen schneller, aber nicht viel. Der 2 Liter TDI
kommt nicht an die Beschleunigungswerte hin. Allerdings ist es so, da der Kona ja Automatik ist, hat ja kein Ganggetriebe, nehme ich hier auch die Doppelkupplungsgetriebe dazu, den 7-Gang. Das heißt, ich nehme den da, den mit den 150 PS. So, hier steht dann schon, auch ganz interessant, hier hat er ein A in der CO2-Effizienz, hat er ein A, A plus wäre besser, aber A ist schon mal nicht schlecht. Allerdings, hier Laufleistung bei 20.000 Kilometer und bei einem, würde im Endeffekt dann der Kraftstoff für diese 20.000 Kilometer berechnen und dann wären wir hier bei 1046 Euro bei 1.16.3. Ich habe noch nirgends gesehen, dass er 1.16.3 ist, am 6.7. Er stellt am 6.7.2019, das heißt vor einem Monat ungefähr, 1.16.3. Bei uns kostet der Diesel im Schnitt immer so 1.30 momentan. Mal geht er hoch auf 1 über 1,40, dann geht er wieder ein bisschen runter, aber so 1,30. Das heißt, hier kann man mal auch nicht hin. Aber ist jetzt egal. Weiter zur Außenlackierung. Und ich nehme mal die gleiche Farbe, wie der Kona hat. Das heißt, ich nehme eine Metallic-Farbe. Geil ist auch jetzt dieser technische Daten, dieser zusätzliche Hinweis. Aufgrund der Umstellung auf die neuen Emissionsnormen Euro 6D Temp EFAB ISC kann das auch von Ihrem gewählten Modell bei Auslieferung nach Modelljahreswechsel hinsichtlich Verbrauchs- und Emissionsangaben abweichen. Für weitere Informationen oder fragen Sie Ihren Handelspartner. Ja, mein Handelspartner kennt sich da garantiert auch nicht aus. Im Endeffekt wollen Sie sich da bloß absichern, gehe ich mal davon aus, nur absichern, dass wenn eventuell Fahrverbote kommen könnten für den Euro 6D Temp, was nicht einmal so unwahrscheinlich ist, weil die AdBlue Einspritzmengen einfach nicht ausreichen für den normalen Euro-Wert und der nur bei Tests genug einspritzt, kann schon sein, dass da eventuell wieder was kommen könnte. Da haben sie sich gleich mal abgesichert, dann passt's. So. Wir akzeptieren das. Also, hier haben wir schon mal eine wählende Außenlackierung. Da nehme ich das Indium Grau. Mein Gott, fuck. Ich war Indium Grau Metallic, weil er ungefähr dann so ausschaut wie unsere. Auch vom Preis her kommt es eigentlich ziemlich nah hin. Weiter zu den Felgen. Die Felgen, ja, die Felgen, die lasse ich jetzt mal so. Es gibt da noch Ganzjahresreifen. Dann gibt es noch Sterling Silber Lackierte mit die 225er. Boah, braucht man 225er? Weiß ich nicht. So schwer ist das auch nicht. Aber ich nehme mal die dazu. Serie haben wir 17 Zoll mit 17 Zoll Felgen haben wir ja hier auch. Allerdings die 225er, das sind glaube ich 205er. Unsere 215er drauf ist egal, nehmen wir mal den mit, weil die gefallen mir persönlich auch besser. Ich hätte eher nur die schwarzen nochmal, aber es ist egal. So, weiter zum Interieur. Das sehen wir doch schon mal. Was haben wir hier? Ich würde schwarz lassen, es ist Schwarzstoff. Unserer hat ja Lederstoff, wobei das Leder beim Kona Kunstleder ist. Dementsprechend lasse ich den jetzt einfach mal so. Ergositze nehmen wir jetzt einmal nicht mit, habe ich nämlich nicht. Lederpaket habe ich nicht, wobei das Lederpaket im R-Paket schon richtig geil ausschaut. Aber ist auch ein guter Preis. Dann haben wir die Airline-Ausstattung, kostet dann 1800 Euro, ist schon heftig, aber na gut, wer es mag. So, innen lassen wir so. Ausstattung, jetzt wird es dann interessant. Wir sind jetzt schon bei 33.695 Euro, also ich habe immer gedacht, so ein 150 PS Golf kostet in einer guten Ausstattung ein bisschen über 30. So 32.000, aber das war mal. Mittlerweile sind wir hin und jetzt kommen wir dann einmal auch zu dem Grund, warum das E-Autos so teuer sind, weil nämlich die normalen Verbrenner schon so verdammt teuer sind bei uns. Und warum? Weil sie es in Deutschland machen können, weil es die Leute zahlen. Überall auf der Welt sind sie billiger, nur in Deutschland kosten sie mehr, weil der Deutsche halt einfach das Geld dafür locker macht. So. Jetzt wird es ein bisschen
Ja, ein bisschen schwierig, weil die haben halt sehr viele Pakete, die ich jetzt einfach mit dazu nehme, weil sehr viel dabei ist, was mein Auto schon von Haus aus hat. Also wie jetzt zum Beispiel hier. Business-Programm, Paket inklusive Navi. Ich habe es erst einzeln erstellt. Man kann es ja einzeln auch zunehmen, aber hier kommt man in dem kompletten Paket kommt man billiger. Wir machen mal die Informationen. Das Radio mit CD-Player, zweite Anschlussmöglichkeit MP3, Smartphone-Anschluss, Navi-Funktion, 20,3 cm Touch. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Sind es 10 Zoll? Nee, ich glaube, irgend so 9 oder so, vielleicht weiß ich nicht. Kombination Navi, Guide, 36 Monate kostenlos, okay, Kaffeewender angezeigt und so weiter. Fußgängererkennung, automatische Distanzregelung, die hat meiner ja auch. Geschwindigkeitsbegrenzer hat meiner, Lendenwirbelstützen vorne auf der Fahrerseite, elektrisch einstellbar, gut, bei mir ist es manuell einstellbar. Massagefunktion auf Fahrerseite habe ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt aber mal mit, warum? Weil er in den einzelnen Komponenten, wenn ich ihn nehmen würde, teurer wäre. Umfeldbeobachtung, Front Assist, City-Notbremsfunktion, Vordersitze Höhen verstellbar, Ergo-Sitze auf der Fahrerseite. Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Also, nehmen wir mal den dazu. Wir müssen hinzufügen, okay, das kostet nichts, das ist immer gut. So, dann müssen wir das auch noch hinzufügen. Ich weiß gar nicht, was das dann kostet im Monat nach 3 Jahren, ist jetzt auch mal egal. Hinweis, nehmen Sie, bababam, das ist einmal sehr aufwendig. Einfach so ein Auto konfigurieren ist nicht mehr. Dann nehmen wir diesen Media dazu. 8 Lautsprecher, jawohl. Meiner auch. Dann nehmen wir Telefonschnittstelle, das hat meiner auch. Vor allem mit der induktiven Ladefunktion hat meiner. Und zweimal USB hat meiner auch. Kostet ja alles nichts, ist ja alles mit dabei. Was haben wir da noch? Navigationssystem, okay. Das sind die Navi-Daten. Nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir es. Also. Dann haben wir 4 Türen, okay, Seitenairbags nehme ich jetzt mal nicht, Anhängervorrichtung nehme ich jetzt mal auch nicht, weil meiner hat das nicht. Jetzt wird es interessant, mein Fahrzeug hat 5000 Kilometer Garantie, 5 Jahre Garantie und das heißt, der hat ja von Haus aus 2 Jahre plus eine Anschlussgarantie, das heißt, wir müssen 3 Jahre nehmen und bis 150.000 Kilometer Laufleistung. Das hat der Kona von Haus aus schon drin. Auf die Batterie hat er 8 Jahre Garantie, aufs Fahrzeug selber 5. Und soviel ich weiß, bis 160.000 Kilometer. Deswegen nehmen wir mal den. Dann sind wir nochmal bei 1100 Euro. Ich habe ein sehr gutes Internet, deswegen dauert es bei uns so lange. So, was machen wir noch sonst noch? Dann haben wir. Ja, gefällt mir gut. Das Active-Info-Display nehme ich jetzt einmal nicht mit, weil meiner hat es nämlich auch nicht. Ich habe zwar ein digitales Display drin, aber so detailliert wie das ist es nicht. Das lassen wir mal raus, nicht, dass es dann heißt, das kannst du nicht nehmen, weil deiner ist ja bloß bäh, und das ist hui. Und deswegen, meine, das sind jetzt 500 Euro, ist jetzt nicht viel, lasse ich aber draußen. Vor allen Dingen sehe ich, genau, das haben wir, Multifunktionsanzeige Premium mit mehrfarbigem Display, das ist das da drin. Das hat meiner nämlich auch. Ja. Zusätzlich hat meiner ja dann noch auch die Navigation wird innen drin dargestellt und welcher Sender das drin ist, aber das glaube ich hat der da auch. So. R nehmen wir jetzt mal nicht, weil Top-Paket brauchen wir nicht. Weiß gar nicht, was das alles ist. Ist ja was. App Connect. App Connect ist, hier wird Apple CarPlay und Android Auto quasi dargestellt und man kann es dann auch bedienen. Das hat meiner auch, deswegen nehmen wir das gleich mal mit dazu. Ich bin gespannt, was wir jetzt wieder hinzufügen müssen oder abwählen müssen. Schauen wir mal. Da wusste ich es doch. Hat der das vielleicht schon drin? Dann ist das Discover Media ohne Aufpreis.
Ich denke mal, dass der das dann schon drin hat. Deswegen nehmen wir uns das einmal nicht mit. Ich schaue jetzt bloß mal ganz kurz, das können wir jetzt mal rausschneiden dann, was der alles drin hat. Ich habe zwar schon mal geschaut hier. Aber hier steht nämlich nichts von Apple CarPlay. Hier steht nichts von Apple CarPlay. Das heißt, ich kann jetzt das gar nicht nehmen, also dann tun wir den wieder weg. Und schon geht der Preis wieder runter. Aber jetzt mal alles wieder entfernen. Ah, wir nehmen jetzt dieses da dazu. Und jetzt wird einiges noch dazu kommen, aber das ist ganz gut, weil dann hat man es wenigstens komplett im ganzen Paket, was man alles braucht. So. App Connect, Volkswagen Media. Das nehmen wir jetzt mal nicht. Ist auch wenig, weil das hat ja der Kona auch nicht. Das finde ich nicht schlecht. Zum Beispiel der LTE-Stick finde ich jetzt nicht mal dumm. Panorama auch schon. Diebstahlwarnanlage nehmen wir jetzt mal nicht. Blind-Spot-Sensor mit Auspackassistent. Da geht es um den Spurhalteassistent. Lane Assist, das hat meiner nämlich auch. Blindspot hat er nicht und Auspackassistent hat er nicht. Aber den Spur halte, den hat er. Dementsprechend nehme ich den mal mit dazu. Dann müssen wir jetzt das Leitsystem dazu nehmen. Hätten wir sowieso genommen, weil es sind LED-Scheinwerfer, die hat nämlich der Kona auch. Also die ist ganz gut, die hätte man nämlich mit dazu genommen. Und deswegen ist es gut, dass wir das so haben. Da brauche ich das nicht mit dazu hinzufügen. So. Dann haben wir Anhängerassistent, finde ich zum Beispiel ganz geil, also das hat, aber brauche ich nicht. Automatische Distanzregelung, Stop and Go bis 210, das hat meiner auch. Der kostet jetzt nicht viel, den nehmen wir mit dazu. So, was jetzt da drin ist in diesem Fahrerassistent Plus, das weiß ich jetzt gar nicht. Umweltbeobachtung, LED-Scheinwerfer, also das ist das komplette Paket. Da hat er eigentlich alles dabei, die LED-Scheinwerfer und so weiter. So, wenn ich das nehme, komme ich wahrscheinlich billiger mit allem, gell? Okay, nehme ich den dazu. Jetzt muss ich das andere schnell wieder abwählen. Das schneidet man schnell. Schnell ist er nicht heute, aber das ist das Zusatz. City-Notbremssystem, Dynamic-Light-Assistent, LED-Fußgängerkennung, Distanzregelung, dynamisch Tagfahrlicht, okay. Living Home und Coming Home System hat einer auch Innenspiegel automatisch abblendbar, LED-Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Regensensor, Stauassistent, Unfallbeobachtung, okay. Also nehmen wir dieses Komplettpaket dazu, weil es hat nämlich der Kona auch alles drin. So, bitte Pause ist dann hier auch schon drin. Das lassen wir. Proaktives Innenschutzsystem, das haben wir, hat meiner auch nicht. Rückfahrkamera hat meiner auch. Dementsprechend nehmen wir das mit dazu. So, weiter geht's. Mit rasender Geschwindigkeit Richtung Ende. Verkehrszeichenerkennung hat meiner nicht. Fahrwerksregelung hat meiner nicht. Fahrerprofilauswahl hat meiner nicht. R-Paket braucht man nicht. Schlechtwegefahrwerk. Wusste ich gar nicht, dass das extra gibt. Triebwerksschutz. Ah, das ist nach unten, okay. Entfall mache ich immer. Entfall des Schriftzuges, aber braucht man ja hier nicht. Klimaanlage hat er auch drin. Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen und beheizbar. Das hat nämlich der Kona auch. Das nehmen wir mit dazu. So, das Licht- und Sichtpaket nehmen wir jetzt einmal nicht, weil das ist ja schon in dem kompletten drin dabei. So, Mittelarmlehne vorne. Ja, hat er schon drin, okay. Jetzt DAB-Radio. Das heißt, das kleine DAB-Empfangsteil für DAB Plus kostet nochmal 245 Euro. Das nehme ich mit, das habe ich nämlich auch.
So, und dann haben wir hier nochmal die Navigationsfunktion Discovery Media, dass das ein Touch ist. Das ist meiner auch, deswegen nehme ich das auch dazu. Außerdem ein einzigartiges Klangerlebnis. Meine hat eine Kröllanlage drin. Ich weiß nicht, was der drin hat, da kann man wahrscheinlich ziemlich vergleichen. Jetzt müssten wir hier das Business Premium Paket mit dazu nehmen für die Navigation. Geschwindigkeitsregler, beheizbare Vordersitze und so weiter. Das ist. Ah, dann hat er das wahrscheinlich schon drin. Ja gut, dann tun wir den mal abbrechen. Das brauchen wir dann nicht. So, ich denke mal, das sollte es gewesen sein. Hier, ach, den Audio haben wir. Ich bin ja den Audio-Fan. Ich habe im Heimkino habe ich unten den Audio-Lautsprecher. Ich hatte ja auch im Golf 6 den Audio drin. War eigentlich damals sehr begeistert. Ist hier schon mit dabei. 10-Kanal-Verstärker 400 Watt. Ich glaube, der Kona hat 300. Aber es kommt dann schon ungefähr hin. So, Raucher, Winterräder und so weiter. Brauchen wir einfach. Brauchen wir nicht. Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht ist dabei. LED-Rücklicht hat meiner schon, aber unten die Blinker sind normal, deswegen nehmen wir den jetzt nicht mit. Schlüsselloses Schließ- und Startsystem hat meiner auch in dem Paket direkt erhalten. Passt. Ich würde sagen, ja, jetzt genau, jetzt kommen wir noch zu einem zur Standheizung und zur Lüftung. Also eigentlich müssten wir die mit dazu nehmen, der Kona hat die auch. Ich nehme sie aber nicht mit dazu, weil es beim Kona nicht überall geht, wo man parkt, sondern nur da, wo man parkt und am Strom angesteckt ist. Finde ich für einen Schwachsinn. Warum das so ist? Weil rein von der Batteriegröße her kann man es managen. Ich glaube, das würde auch ohne gehen. Und wenn man dann sagt, Mensch, wenn er bloß nur 30% hat, dann schaltet die ganze Klimatisierung aus. Die geht ja eigentlich bloß eine halbe Stunde und in der halben Stunde braucht die Klimaanlage 2 Kilowattstunden. Das heißt, 2 Kilowattstunden von einer 64er Batterie ist völlig akzeptabel. Und dementsprechend nehme ich jetzt die Standheizung nicht mit dazu, obwohl meine eine hat, weil da heißt es dann wieder, hey, deine ist zwar Standheizung und Lüftung, aber nur wenn er angesteckt ist, das gilt nicht, das kannst du überall machen. Ja, das stimmt, deswegen nehme ich es nicht mit. Also es würden eigentlich jetzt nochmal 1200 Euro dazukommen. Also wir sind jetzt ein bisschen drunter, was man eigentlich hat oder was man eigentlich dann ausgeben müsste. Also das ist klar. So, ich würde sagen, das war's, weil jetzt gibt es bloß noch Kinkerlitzchen. So, und wir sind jetzt bei einem Preis von über 40.000 Euro. Zu diesen 40.000 Euro kommen nochmal, ich glaube, 600 Euro oder 800 Euro Überführungskosten dazu. Die muss man leider mitzahlen, das hilft nichts. Also wären wir bei 41.000. Mein Kona hat gekostet 43,5. Ich gesagt, E-Auto ist teuer, aber ein Brot- und Butter-Auto, ein 150 PS Golf, das im Endeffekt für mich weder Premium ist, er ist innen toll und er ist ja gut verarbeitet. Aber er ist kein Premium. Was wirklich ein Brot- und Butter-Auto ist, das man täglich 100 Mal vorbeifahren sieht, dann bei 41.000 Euro ist schon heftig. Deswegen ist ein E-Auto eigentlich teuer, ja, aber nicht so viel teuer oder teurer als ein Verbrenner. So, und wenn ich jetzt höre ich ja dann immer, ja, aber du gehst jetzt zum VW-Händler, hast den konfiguriert und dann kriegst du richtig gute Prozente. Stimmt. Ich habe mal nachgefragt, ich würde um die 5.000 Euro Prozente bekommen. Dann wären wir bei 35. Jetzt kennt man vielleicht einen und in einer Großstadt, vielleicht in Dortmund oder so, der gibt vielleicht sogar noch mehr. Dann kommt das Auto auf 33,5, vielleicht auf 34.000 Euro. Ja, immer noch teuer wie ein Golf. Ja. Ich habe aber auch Prozente gekriegt. Ich habe nicht bloß die 4.000 Euro an Prämie bekommen, die der Staat und der Autohändler ausgibt, sondern ich habe im Endeffekt habe ich für mein Auto gezahlt 36,5. So, jetzt lass es mal komplett 3.000 Euro teurer sein als ein 150 PS Golf. Das ist für mich den Preis wert. Ja, dann gab es hier noch vielleicht andere Felgen drauf. Also ich glaube, dass man ziemlich gleich fährt mit dem Preis. Der Verbrenner ist noch günstiger, aber nicht um viel. Wenn man natürlich ein Brot- und Butterauto nimmt mit keiner Ausstattung und 20.000 Euro, selbst das ist teuer für das Auto. Ja, der E-Auto kostet dann viel mehr, ja, aber mit der Ausstattung und ausstattungsbereinigt und
leistungsbereinigt kommt man mit einem Verbrenner momentan, glaube ich, auch grundsätzlich über 30.000. Und mein Soul, der hat damals 27,5 gekostet, das ist jetzt 2 Jahre her. Und ich habe mir den damals ausgerechnet. Damals gab es ja vom Soul noch den Diesel. Und der Diesel war zum Schluss 2.500 € günstiger als der E. Und ich bin mir sicher, dass ich nach diesen 2 Jahren Steuerersparnis, dann Ersparnis, was der Diesel kostet mit 1,30 im Schnitt, Inspektion und so weiter, habe ich nach 2 Jahren diesen Mehrpreis schon wieder drin. Vor allem, weil ich ja kostenlos tanken kann, also stranken kann in der Arbeit. Und das mache ich natürlich auch, meine Frau kann es auch. Deswegen rentiert sich die ganze Sache sogar noch viel mehr. Also, wenn einer sagt, E-Mobilität ist teuer, gibt ihm recht. Wenn er sagt, Verbrennermobilität ist billig, gibt ihm nicht recht, weil es stimmt nicht. Sondern könnt ihr sagen, es gibt einen Vergleich. Da ist der Verbrenner zwar günstiger, aber nicht viel günstiger. Und das war für mich zum Beispiel ausschlaggebend, warum das ich mir E gekauft habe. Er ist teurer, ja, aber nicht mehr so viel teurer. Und die Spanne wird immer, immer kleiner. Man kriegt wahrscheinlich immer, immer mehr Bonus auf den Verbrenner, aber die E-Autos werden auch günstiger. Also diese Spanne zwischen Verbrenner und E-Autos, die wird ziemlich gleich bleiben. Schauen wir mal, was mit der CO2-Steuer passiert, dass das Tanken dann wieder um 10 Cent teurer macht pro Liter, circa. Diesel 11, was ich gehört habe. Strom soll dadurch günstiger werden. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der Strom günstiger wird, aber er wird vielleicht auch, wenn er teurer wird, nicht ganz so teuer. Tja. Das war's. War lang genug. 32 Minuten plus Intro plus Vorspann. Huiuiui. Habe ich euch ganz schön was zugemutet. Wenn einer bis zum Schluss dran geblieben ist, bedanke ich mich recht herzlich. Und wenn nicht, dann trotzdem fürs Anschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Servus, sagt Locker. Euer Volker.